Heute für euch im Quick Look mal wieder ein Fallout 4 Funko Pop zu den Fallout Serien. Ich sammle die ja momentan exzessiv, darum gibt es da etwas mehr. Paladin Dance. Wer die anderen sehen will, die es hier in der Serie noch gibt, die ich bei Fantasie und Raum vorbestellt gehabt habe, hier hinten sind sie drauf. Ihr könnt gerne Pause drücken und euch darüber informieren. Es gibt auch noch zwei, die exklusiv sind. Das wäre dann Cosworth nochmal exklusiv und Liberty Prime. Ich glaube Battle Damaged oder Rusty oder wie sich das nennt. Die habe ich jetzt noch nicht. Die werde ich mir vielleicht noch irgendwann holen. Aber wie Paladin Dance hier außerhalb der Verpackung ausschaut, das zeige ich euch nach meinem kurzen Intro. Servus YouTube und willkommen zurück bei mir auf den Kanal. Und hier seht ihr ihn schon kreisen, den guten Paladin Dance, den man eigentlich ziemlich früh im Spiel trifft. Gehört hier zur Brotherhood of Steel, der gute Kerl. Für den muss man dann einiges erledigen, beziehungsweise man kann ihn dann auch später mitnehmen. Und er ist hier in seiner Power Armor ohne Helm, hat irgendwie fast nie einen Helm auf, glaube ich. Ich bin mir jetzt gar nicht mehr so 100% sicher. Aber sehr schön gestaltet das Ganze hier, auch mit seinem Laser Rifle, das er hier hat. Und seine ganzen Anbauteile hier, ist sogar das Brotherhood of Steel Logo drauf. Und das T60 Logo, wenn man es sieht, komm schnell scharf. Sieht es nicht so, doch jetzt sieht man es etwas hier oben rechts. Dann hier natürlich seine ganzen Bemalungen. Sieht auch sehr gut aus. Das Laser Rifle ist auch sehr schön bemalt. Auch hier am Kopf mit seiner Mütze, die hier normalerweise unter der Power Armor trägt. Hinten drauf seine ganze Ausrüstung. Eine sehr schön gestaltete Figur. Wie gesagt, hat ein paar kleine Bemalungsmarken, aber das ist ja inzwischen Standard bei Funko. Also was heißt inzwischen, war schon immer Standard bei Funko. Das ist immer so, ja, sagen wir mal so ein in Anführungszeichen Alleinstellungsmerkmal der Funkos. Aber wir leben damit. Das ist kein Problem. Eine sehr schön gewordene Figur, man kann auch hier den Kopf etwas drehen, wobei sie ab und zu etwas gehindert sein kann durch das Laser Rifle hier. Aber so eine schöne Figur auch zum Hinstellen, out of box muss ich sagen, in box sieht ja nicht so schön aus, finde ich. Und naja, ihr könnt mir wie immer eure Meinung zu der Figur gerne in die Kommentare schreiben. Und wie immer sage ich, es ist ein Quick Look, also soll es schnell gehen, nicht unnötig in die Länge ziehen, das Ding, die Review oder das Video, und sag Dankeschön fürs Zusehen, schreibt mir eure Meinung in die Kommentare, wie gesagt, wenn ihr es noch nicht seid, abonniert meinen Kanal gerne, ich freue mich über jedes zusätzliche Abo, über jeden Kommentar, und ich sag Tschö und auf Wiedersehen.